Hallöchen! Heute Abend geht es um die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Genau, in den Shadowlands. Ja, und hierzu habe ich mir einen schönen Kaffee kredenzt. Ja, diesmal einen echten Kaffee. Richtig, weil heute Abend bin ich doch ein wenig groggy und brauche erstmal ein bisschen Antrieb und so. Ah, ja. Das ballert ganz schön rein. Ein leckerer Kaffee. Kocht heiß. Und mit Milch. Lecker. Okay, eine kleine Pause. Genau. Wo war ich denn hier stehen geblieben? Ja, es war hier, glaube ich, ganz schön haarig beim letzten Mal. Genau. Richtig, ich habe herausgefunden, wofür ich die ganzen Schlüssel hier mitgeschleppt habe. Die ganzen Teile. Moment, ich mache mal erstmal hier das Licht aus, um ein bisschen Fackelenergie zu sparen. Genau. Mensch, das ist ja ein Ding. Hier, pass auf, ich zeige dir das. Hier, diese ganzen Schlüsselchen, diese hier. Ja, kannst du dich nicht dran erinnern? Genau, diese Dinger, das war doch irgendwie rätselhaft und jetzt weiß ich, wofür ich die gebraucht habe oder immer noch brauche. Genau in diesem Dungeon hier. Hier gibt es nämlich Türen, die lassen sich nur mit diesen Dingern öffnen. Genau, und die werden bewacht von wahnsinnigen, ja, von wahnsinnigen Irren. Ja, die muss ich erstmal beiseite schaffen. Genau, so, und das mache ich jetzt auch. Also, erstmal die Axt zur Hand. Am besten eine, die geladen ist. Jo, die ist gut. Die sieht richtig gut aus. Und Snoigor geht vor. Im letzten Teil bin ich ja hier ganz schön erbärmlich verreckt. Genau, hier in diesem Raum, da waren, glaube ich, Skorpione. Ja, den muss ich aus dem Weg gehen. Ja, anders als in einem anderen Dungeon zuvor, lassen die sich nicht so einfach erschlagen. Und ein Anubis-Typ war auch hier, der hat sich aber selber abgefackelt. Ja, guck mal, da ist er schon, so ein Skorpion. Genau, und der Anubis-Typ, der hat hier einen Schlüssel ausgeschissen. Genau, und den hole ich mir jetzt erstmal. Wenn mich denn, oh, habt ihr das gesehen? Boah, der Skorpion, der hat mich jetzt voll gebissen. Hat mir aber jetzt richtig Energie abgezogen, ey. So. Also, Schlüssel aufgehoben und rein ins Loch. Yes. Alles klar. So, und jetzt ist hier, glaube ich, der nächste Anubis. Genau. Da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich jetzt flink sein. Flink. Flink, flink, flink. So, er müsste jetzt gleich losschießen. Hier so ein Wahnsinniger. Da, guck mal. Da schießt er schon. Oh. Ich hoffe ja, er schießt sich selber ab. Oh, ich glaube, es ist mehr als einer. Das sind mindestens zwei. So wie es aussieht. Ach, du meine Güte. Eieieiei. Seht ihr das? Das ist ja der Wahnsinn. Um Gottes Willen. Das ist echt irre. Okay, also. Nochmal. Nochmal. Ja, Freunde, das ist ein ganz besonderer Irrer, würde ich sagen. Ja, ein Oberirrer. Ja, ich mag ja Irre. Prinzipiell, ne? Also, ja. Aber so ein Irrer, ha, ich weiß nicht. Das muss nicht sein. Okay, dann gehe ich mal ohne Licht rein. Ich kenne mich ja jetzt so weit aus, ne? Ich brauche erstmal hier kein Licht, weil gleich gibt es gleich gibt's doch genug Licht. Eieiei, das wird ganz schön hart. Ich muss den irgendwie ausweichen und hoffen, dass die sich selber abfackeln. Oder denen irgendwie die magische Energie ausgeht. Irgendwie so. Anders wird das nicht zu lösen sein. Oh, guck mal. Sieht so aus, als ob die von dem Licht irgendwie doch ein wenig angezogen werden. Ja, dann war es eine gute Idee, das Licht auszulassen. So, Schlüssel, Schlüssel. Okay, und ab ins Loch. Und auf geht's. Auf geht's. In den Kampf. So, ich bleib mal schön hier hinten. Da kann ich den Feuerbällen dann am besten ausweichen, wenn sie denn kommen. Ja, ich glaube, gleich geht's los hier. Ja. Ah, voll reingelaufen, ich Idiot, ey. Ach Gott, guckt euch das an. Na, na.
Nach oben, unten, unten, oben, oben. Oh, oh nein, nein. Ach Gott. Nee, so nicht. So schon mal nicht. Also nochmal laden. Naja, vielleicht ist das ja doch die falsche Taktik. Und ich muss einfach, ja, was heißt einfach? Ich muss vorpreschen. Ja, das könnte auch funktionieren. So oder so, ich muss schnell sein. Okay, also nochmal. Mann, 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 hier kommen jetzt erstmal die Skorpione. Mensch, das ist aber auch eine verflucht fiese Stelle. Das hatten wir schon länger nicht mehr, ne? So richtig fiese Stellen, meine ich. Die hatten wir in der Tat schon lange nicht mehr. Da sind sie wieder, die Mistkäfer. Los, kommt. Dreckeling, los. Mach den Weg frei. Los, 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 komm. Put, put, put. Ja, und vorbei. So, krall dir mal das Mistding hier, komm. Oh, jetzt kommen die wieder, na. Aha. Plus. Okay. So, rein da, halt. Jetzt muss ich erstmal die Axt wieder zur Hand nehmen. So, dann versuche ich mal vorzupreschen. Oder? Nein. Oh. Ach du meine Güte. Ach du Kacke. Oh Mann. Na? Komm, schieß noch mal. Los. Schieß schon. Ich hoffe, euch geht die Energie aus. Hallo? Hier bin ich. Schieß schon. Da. Und weg, weg. Ha, siehste, kommt schon weniger. Ah ja, ja, dann, ja. Okay. Na? Ja, ihn grunzen. Ist das ein zufriedenes Grunzen, oder? Ich weiß es nicht. Hm. Nee, es wird nicht weniger. Ich trau mich da aber nicht rein, ey. Mann, Mann, Mann. Wie ist denn da bloß los? Haben die. Hat der unendlich Feuerkraft oder was soll das? Mist. Na komm, ich versuche einfach mal. Ich guck mal. Ich will sehen, was da los ist. Wie viele das sind. Aber ich nehme alles in zwei. Da ist ein Bogen. Oh. Weg, weg, weg. Oh, Kacke. Oh, nein, 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 nein. Oh. Na, da ist auf jeden Fall schon mal einer. Wirklich nur einer sein? Gibt's doch gar nicht. Ich kann ein einziger so ein Theater machen. Nein, das war unmöglich, nur einer. Ich nehme an, einer hat sich schon selbst erledigt. Ja, sonst wäre das nicht so relativ einfach gegangen. Ja, glaub ich nicht. Nee, da sind zwei. Okay, da muss ich den anderen, ich muss den wohl einfach dann erschlagen. Einfach. Hm. Ich versuch's doch mal. Was bleibt mir schon anderes übrig, ne? Ja, Mensch, ist das wieder clever. Ja, ganz besonders clever. So, erstmal hier den ausgekackten Schlüssel aufnehmen. So, lasst mich hier vorbei. Mensch, ja. Och. Mensch. Aber die scheinen nicht hier hinzukommen, die Viecher. Das ist schon mal gut. Gut zu wissen. Na, schnapp dir das Ding. Und ab ins Schlüsselloch. Komm. So. Und komm, schieß. Schieß, du Penner, du. Komm, du Klötenkopf. Hau rein. Hol alles aus deinen Schläuchen.
lass alles fahren. Aber wisch dir hinterher den Popo schön ab. Na, schießt du jetzt oder was? Komm. Schieß. Da. Mann, 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 ich wüsste. Mensch, das sieht doch wirklich nach zwei aus, oder? Ich weiß es nicht. Könnte noch mehr sein. Gut, aber die Viecher, die scheinen wirklich da oben zu bleiben. Wisst ihr was, dann speichere ich hier an der Stelle mal ab. Nö, ja, gut. Bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter gekommen hier. So, okay. Dann nochmal. Schieß. Los, komm. Ah, hat er mich erwischt. Das wollte ich jetzt nicht. Na komm, ich versuch's mal. Ich versuch's, komm. Also da oben ist der Bogen. Da schießt er. Oh, schnell, 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 schnell. Gut, wenn ich schnell bin, dann klappt's vielleicht. Da ist er. Okay, und auf ihn, komm. Hau ihn, hau ihn. Mist. Mist. Ich war aber schon nah dran. Okay. Wie hatte ich das denn in den anderen Dungeons da geschafft, dass die sich selber abschießen? Ja. Moment, erstmal ein Schlückchen. Schlückchen Kaffee. Ja. Okay, dann los. Attacke. Auf geht's. Los. Och, Mensch. Oh, hab mich wieder erwischt. Du ein Ärger, verdammte Scheiße bist. Verdammte. Los, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Das gibt's doch nicht. Verflucht nochmal. Dann ist das noch so ein starker wahrscheinlich. Wie könnte ich den denn killen? Verflucht nochmal. Das wird, fürchte ich, ein richtig harter Brocken. Mich einfach nicht treffen lassen. Ich versuche ihn einfach mal irgendwie zu verwirren. Ich fand die Idee mit dem Selbstabschießen lassen gar nicht schlecht. Ich muss nur irgendwie zusehen, dass ich den Feuerbällen hier auswählen. Und dann hoffen, dass er sich selber erschießt. Das gibt's doch einfach alles nicht. Also ich finde das auch extrem fies, dass diese Anubis-Typen scheinbar unendlich viel magische Energie haben und auch Zaubersprüche. Und die unfassbar schnell auch austauschen können. Das ist unfair. Aber das ist ja so einiges in diesem Spiel. Ist nicht so richtig, richtig fair. Naja. Okay, dann los, schieß. Du Beule, komm. Ich stehe in der Tür. Ich höre ihn brüllen und da bläst er. Schießt er auch, wenn ich hier an der Wand stehe? Keine Ahnung.
Malok hat doch auch so einen feisten Dreierfeuerball aufgesammelt, ne? Wo habe ich den denn hingesteckt? Wenn ich das jetzt wüsste. Och, weiß ich nicht. Da ist ein einzelner Fireball. Light. Ja, wo ich ja immer noch nicht so wirklich weiß, wie das funktionieren soll. Light. Fireball. Fireball. Lightning. Lightning. Ja, das wird wahrscheinlich Licht machen. Multi-Fireball. Da. Ein Multi-Fireball. Vielleicht könnte ich ihn ja mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ich könnte es aber probieren. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Nö, was habe ich schon zu verlieren? Ah, ja, komm, ich gehe mal hier unten lang. Ich habe das Gefühl, dass die Skorpione da nicht hinkommen. Nee. Ja, das sieht gut aus. Naja, da liegt ja auch ein Bogen rum da hinten. Könnte sein, dass das auch irgendwas zu bedeuten hat. Da hier in diesem Raum, wo der Irre ist, da. Der Wahnsinnige. Mal schauen. Ja, das Blöde ist, ich habe ja kein Ziel, das ich hier markieren könnte. Ich kann einfach nur geradeaus schießen. Weiß nicht, habe ich was getroffen? Man weiß es nicht. Ja, ich müsste das jetzt wieder aufladen. Ich weiß nicht, kann ich die Münzen? Nee, die Münzen haben keine magische Energie, ne? Nee, jetzt, ja. Ich habe aber nichts, womit ich es aufladen könnte. Tja, doch eine Fackel. Eine Fackel. Eine Fackel. So, dann nochmal aufladen. Ja, und nochmal, ne? Würde ich sagen. Haha. Gut, einmal abspeichern. Vielleicht klappt das ja. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Malok. Komm, nochmal. Und Feuer. Klang irgendwie gut, ne? Das klang gut. Ne, er brüllt noch. Also nochmal. Nochmal aufladen. Fackel ist leer, kann weg. Gut, jetzt ist das Ding nicht mehr ganz voll. Aber, naja, ich probiere es nochmal. Feuer. Vielleicht habe ich ihn ja jetzt geschwächt. Also zumindest das safe. Vielleicht ist er jetzt so weit geschwächt, dass ich ihn mit Snorricore erschlagen kann. Jo, das probiere ich jetzt aus. Los, komm, Attacke. Attacke. Dum, 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 dum. By Moonlight we ride 10,000 side by side. Oh nein. Komm, hau ihn, hau ihn. Hau ihn kaputt, los. Okay, komm, das machen wir nochmal. Oder ich gebe dem Malok noch was anderes für die zum Aufladen. Ja, das könnte auch funktionieren. Und ich versuche dann noch ein bisschen weiter ihm quasi mit Feuerbällen einzuheizen. So. Und aufladen. Alles klar, Malok. Versuch's mal nochmal hier. Hier hin. Und
Feuer. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das kann man ja nicht so richtig hören. Man kann nur hören, also brüllen hören. Okay, und nochmal. Feuer. Es klang so, als hätte ich ihn getroffen. Aber er brüllt noch. Na komm, dann jage ich ihn noch einmal einen rein. Dann gucke ich mal, ob das was gebracht hat. Und Feuer. Na, was war das denn? Ach, bin ich zu früh? Okay, nochmal. Feuer. Lange auch gut. Okay, Snorrikor. Dann schau mal. Schauen wir mal mit Snorrikor noch mal rein. Ich speichere noch mal ab hier. Save. Gut. So. Dann wollen wir doch mal sehen hier. Los. Rein da. In die Höhle des Irren. Feuerspucker ist da. Da spuckt er. Da ist er. Na, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, komm. Lass ihn. Lass auf ihn. Komm. Na. Mist. Mist. Nochmal. Okay, okay. Ich versuch's weiterhin mal mit und so Fackeln und aufladen und draufschleudern. Ich meine, was anderes fällt mir jetzt wirklich nicht ein, was ich noch probieren könnte. Nee, ich krieg den anders nicht klein. Naja. Also nochmal. Feuer. Naja, dieses Feuern auf gut Glück. Das ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Also nochmal. Feuer. Ja, er brüllt noch. Er brüllt immer noch. Also nochmal ein bisschen aufladen hier. Na komm schon. So. Die Fackel ist auch leer. Okay. So. Und erstmal, Moment, Pause machen. Glückchen Kaffee. Wichtig. Mann, Mann, Mann. Okay. Moment, ich speichere mal zur Abwechslung mal ab. Okay. Yep. Alles klar. Und weiter. Feuer. Nochmal aufladen. Er brüllt immer noch. Ey, das gibt's doch gar nicht. Naja, ich habe ja auch einen Freeze-Zauber. Aber ob das was bringt, ey, ich weiß es nicht. Da müsste ich erstmal näher an ihn rankommen, um ihn zu freezen.
Das ist ja schon echt schwierig. Okay, jetzt versuche ich es nochmal mit Snorricor. Nochmal abspeichern, save, okay. Ja, er brüllt noch. Er brüllt noch weiter vor sich hin. Ja, schießt er denn auch? Vermutlich. Vermutlich schon. Hallo? Na komm, schieß. Schieß, schieß. Na, er schießt nicht mehr. Warum schießt er denn nicht? Hallo? Schieß doch, hier bin ich. Los, zeig mir deine Feuerbälle. Na komm schon. Komm schon, du Beule. Hallo? Warum schießt er denn nicht? Brauchst du dich etwa nicht mehr? Hallo? Wo bist du denn? Hallo? Sag bloß, ich hab ihn erwischt. Ah, cool. Coole Sache. Ich hab ihn mit den Feuerbällen erwischt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da hat er was ausgeschissen. Oh, herrlich. Was hat er denn da ausgeschissen? Eine Fiole. Mit einem Trank. Was haben wir denn hier? Amor. Ah. Das ist sehr schön. Amor. Amour. Habe ich aber voll. L'amour. Hahaha. So, Leute, ist das schön. Das erstmal abspeichern hier. Safe. Ach, ist das herrlich. Ich bin weitergekommen. Ich bin weitergekommen. Ist das herrlich? Da oben ist das Schlüsselloch. Okay, jetzt hole ich mir erstmal die anderen hier ran. Askarot. Askarottchen, komm. Und bring Lohentrie mit. Der hat nämlich die ganzen... Nee, Askarot hat die Schlüssel, ne? Ja. Los, kommt. Oh, nein. Kommt ihr beiden. Ihr beiden. Ich brauche euch alle beiden. Alle beide. Alle Mann. Ach, was wird mich bloß hinter der nächsten Tür erwarten? Mir schwant da echt Schlimmes. Eieieiei. Gut, aber die Taktik, die hat tatsächlich funktioniert mit den Feuerbällen. Haha. Ja, wäre doch gelacht gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Ja, ich habe schon so vieles geschafft. So, erstmal gucken, was hier rumliegt. Das sieht auch irgendwie sieht das aus. Ja, irgendwie. Schauen wir mal. So, das laden wir erstmal auch ein bisschen auf. Das hat sich hier bewährt. Das Gerät hier. Nicht schlecht. Wie sieht's aus hier mit Licht? Was liegt denn da rum? Ah ja, ein Bogen und Fleisch. Kann ich beides, glaube ich, gebrauchen. Yes, ein Bogen und Fleisch. Gut. Oh, 99, volle Pulle. Sehr schön. Aber, nee, überladen bin ich nicht. Ich dachte kurz, dass ich überladen bin. Ich habe Hunger. Gut, dann gibt es jetzt erstmal für alle Mann etwas zu essen. Und Moment, ich muss mich erstmal zusammenstellen mit allen. Ich will nicht niemanden vergessen hier. Mann. So, das Licht kann aus. Licht aus. Zack. So, okay. Dann jetzt erstmal allen was zu essen geben. Mal gucken. Ja, siehst du, das wird nämlich auch langsam knapp hier. So wie es aussieht. Sind die Schlüssel drin? Noch ein paar Bögen und noch irgendein ominöser Schlüssel. Ja, seht ihr, das Essen wird doch langsam, aber sicher knapp. Das ist ganz schön doof. Gut, Brot, Drumstick. Und du hast dann hier noch dein Fleisch. Zack. Und was hast du mit Lohndry? Hast du noch was, irgendwas auf Halde? Du musst doch irgendwas dabei haben. Mit, wo ist denn das ganze Fleisch hin? Da ist es. Ja, auch nicht mehr so viel.
Ja, Freunde, das muss reichen, ne? So, Mahlzeit. 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 Gut, jetzt sieht's wieder besser aus. Alle bewaffnen. Ja, du greifst dir mal hier so einen ominösen Schlüssel. Und Lohndri seine Axt. Gut, dann. Bup, 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 bup. Nehme ich mir mal erstmal die Fackel. Zack. Und Schlüssel zur Hand. Halt, stopp. Erstmal speichern. Besser ist das. So. Und weiter. Weiter, Popeiter. So. Was haben wir denn da? Auch wieder ein Feuerspeier. Gut, da sollte ich vielleicht mal doch besser eine Waffe an mich. Ja, da ist Feuerspeier. Der hat geschossen, aber gegen die Wand. Siehst du? Ein Wahnsinniger. Da ist er. Boah. Gegen die Wand kann er ja ruhig schießen. Tja, Askarot. Du bist auch nicht mehr so ganz auf der Höhe, ne? So was die Energie und so angeht. Weißt du was, Kollege? Dann lasse ich mal lieber Lohndri oder Snorricor vor. Komm, Snorricor ist mein Champion. Der stärkste Kämpfer von allen. Schauen wir mal. Los, komm, du Feuerspeier, du Irrer, du! Wo bist du? Ja, da ist er. Ja. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Och, ey. Guck dir das an, ey. Das ist doch echt irre. Oh, Mann. Och. Das ist doch... So viel magische Energie kann man doch gar nicht haben. Das ist mal ohne Scheiß. Was soll denn das? Ich habe ihn erschlagen, aber gleichzeitig hat er mich abgeschossen. Ja, wunderbar. Ich komme hier aber echt immer nur so ein paar Meter vorwärts, ne? Und dann kommt sofort ein Irrer. Tja, so ist das. Okay, dann... Hör auf. Nochmal das Ganze. Halt, stopp. Das Licht machen wir aus. Das sparen wir uns hier, ne? So. Ich fand die Taktik jetzt gar nicht mal so verkehrt. Hier, ihn einfach schießen lassen. Wie ein Doofen und dann, wenn er fertig ist, draufhauen. Oh. Na. Ich muss nur den Feuerbällen hier irgendwie ausweichen. Aber nur ist gut. Oh Mann, guckt euch das an. Ist das... Oh, volle Breitseite. Der hat mich voll erwischt. Ja, jetzt war ohne Flachs hier. Das ist aber wirklich... Mann, ey. Erstmal Licht aus. Wo habe ich denn jetzt den Schlüssel? Fallen lassen? Jo, fallen lassen. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Rin damit. Snorricor. Vielleicht sollte ich den Armortrank nehmen. Bringt das was? Ja, immerhin 62. Halte ich mehr, vielleicht mehr von den Feuerbällen aus. Los. Kommt, schießt. Schießt auf mich. Ihr widerlichen. Ah, habt ihr gehört? Er hat sich selber abgeschossen. Einer ist schon mal hinüber. Sehr gut.
Okay, jetzt nur noch einer. Los, komm, schieß. Ja. Na, komm. Schieß. Am besten auf dich selbst, komm. Da waren tatsächlich zwei, ey. Na? Na, schießt du jetzt oder nicht? Ach, warte mal, erstmal abspeichern. Einer ist nämlich schon tot. Safe. Eieieiei. Ich, okay, jetzt, dann ist es wieder ein bisschen fairer. Ich meine, es ist immer noch gemein, dass die so viel schießen können und so. Und so viel magische Energie haben. Aber cool ist, dass sie sich selber quasi abschießen. Weil die halt nicht aufpassen. Macht diese Unfairness quasi ein bisschen wett. Guck mal, da ist ein Skorpion. Guck mal, die scheinen sich beide echt gegenseitig abgeschossen zu haben, so wie es aussieht. Da schießt keiner mehr. Und noch diese verdammten Skorpione. Und die kann ich ja relativ leicht umgehen. Wow, der Weg ist ganz schön lang. Oh, oh. Verflucht. Verflucht, verflucht. Ja, hier muss ich mich jetzt erstmal umsehen. Ein ganz schön großer. Eine große Räumlichkeit. Da liegt irgendwas im Dunkeln. Oh. Oh. Das sieht aus nach Axt und Schild. Erstmal ein bisschen Licht machen hier. Und eine Wasserstelle. Das ist sehr fein. Gut, gut, gut. Ha, super. Schild aufnehmen. Axt aufnehmen. Gut. Ich gucke mir das hier erstmal an. Ich gucke mich hier erstmal um. Wasserstelle, das ist sehr, sehr gut. Mensch, da bin ich aber froh, dass das relativ großzügig hier verteilt ist. Weil hier in diesen Dungeons hier, da scheint das Wasser schneller auszugehen. Also es scheint im Allgemeinen, weil ich so zu sein, als ob ich halt durstiger bin hier unten. Mensch, ich hab grad hier, ich bin etwas aufgeregt auch. Mensch, das ist ja aber auch spannend. Was ist denn da? Da ist Licht. Ist das gut oder ist das schlecht? Ah, guck mal, da haben wir irgendwas. Okay, die Anubis-Typen sind tot. Da liegt ein Schlüssel, da ist ein Teleporter. Fein. Fein, fein, fein. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal dann zurück zu der Wasserstelle. Ich bin auf jeden Fall sicher hier. Okay, los, los, los. Ah, das riecht aber auch nach Falle, ne? Weil der Schlüssel, der liegt da auf irgendeiner komischen. Was ist das? So eine Art Sandbank oder so? Das könnte so eine Falle sein, wie bei Indiana Jones hier, ne? Hier, wo er im ersten Teil, wo er diese komische Figur da im Vorspann von da runternimmt und dann stimmt das Gewicht nicht mehr oder so. Irgendwie sowas könnte das sein. Was ist das für ein Schild? Erstmal gucken. Im Moment habe ich Armor 50 und mit dem Schild habe ich auch 50. Naja. Askaroth hat Armor 40. Ja, dann kriegt der gute Askaroth das neue Schild. Gut, dann hole ich mir die Jungs erstmal ran. Los. Kommt, auf zur Wasserstelle. So. Aber alle Schlüssel habe ich jetzt nicht gebraucht bis jetzt. Aber wer weiß. Wer weiß. Muss mich hier noch hin verschlägt. Und so langsam, finde ich, könnte auch mal die Endmoräne auftauchen. Hier, der Cthulhtol Anuin. Hier, der Oberbösewicht. Wegen dem ich hier überhaupt hier bin. Ja, der könnte sich so langsam auch mal blicken lassen. Ah, irgendwo wird er wohl sein. So, erstmal schön Schlückchen nehmen hier.
Alle Mann. Ja, los. Los, los. Da ist die Wasserstelle. Erstmal Licht an. So. Und Schlückchen für alle. Malok. Snoikor. Na. Nimmst du ein Schlückchen? Askarot. Alte Scheiße, komm. Askarottchen. Lodri. So. Ach, herrlich. Jetzt sind alle frisch gestärkt. Dann gucke ich mir mal dieses Rätsel da an. Das ominöse Licht aus. Aber vorher erstmal abspeichern da, ne? Das riecht nach einer verfluchten Falle. Eine fiese. Ich weiß gar nicht, wo das war. In Teil 7 oder in Teil 8. Da gab es doch auch so eine ganz fiese Falle mit einem Teleporter. Ne? Da musste ich mich irgendwie entscheiden. Wenn ich mich falsch entschieden habe, da landete ich mit all meinen Helden in verschiedenen Kerkern. Und kam da überhaupt nicht mehr raus. Ja, das war echt fies. Und wer sagt mir denn, dass hier nicht wieder so etwas lauert? So eine Falle. Das sagt mir niemand. Guck mal, da ist Teleporter und Fackeln und Schlüssel. Und Speichern. Safe. Okay. Alles klar. So, dann krall ich mir erst einmal die Fackel. Zack. Und Askarot die andere. So. Aus. Licht. So viel Licht brauchen wir hier unten nicht, glaube ich. So. Und dann... Ach, guck mal, jetzt ist der Schlüssel verschwunden, wa? Oder? Oder sehe ich ihn nur... Ah, nee, da ist er. Guck mal. Schlüssel? Okay. Tja, jetzt habe ich den Schlüssel. Und stehe auf dem Schwarzen. Ich weiß auch nicht. Naja, dann alle Mann in den Teleporter, ne? Attacke. Du auch? Please wait. So. Ich bin wieder draußen. Hey, ich bin draußen. Und es ist hell. Coole Sache. Ah, ich bin wieder draußen. Das ist schön. Ich bin draußen. Und guck mal, der Schlüssel war... jetzt weiß ich. Guck mal hier. Hier war ich doch schon. Guckt euch das mal an. Ich war hier schon mal. Könnt ihr euch dran erinnern? Das ist dieses Labyrinth, wo die ganzen Köter hier rumliefen und ich überall Köterschnitzelchen bekommen habe. Leckere. Fein, fein, fein. Gut, dann wird hier erstmal abgespeichert. Safe. Oh Mann, jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt will ich es aber wissen, wie es hier weitergeht. Das ist ja spannend. Licht aus. Es ist ja Tag. Ich brauche kein Licht. Kein Fackellicht. Askarot, Schlüssel rein. Yes. Ja, dann wollen wir mal sehen. Hallöchen. Oh, Baum. Gibt's hier Äpfel? Hallo? Oh, oh. Feuerball. Oh nein. Oh nein. Feuerball. Ein Feuerball. Ja, da. Wo? Da. Oh. Das ist einer von diesen Stierköpfen. Ja, komm. Schieß dich selbst ab. Du hässlicher. Ja, komm. Schieß. Komm. Ja, los. Ja, brüll. Dämlicher Hund, du. Na. Oh nein. Komm, hau ihn. Ah. Mist. Mist, Verfluchter. Ach, sei kein Ärger. Aber ich habe ja gespeichert. Mensch, ich freue mich, dass ich hier raus bin. Was herrlich. Mann, aber komm hier, der Teil hat hier heute Überlänge. Ist mir egal. Ich will weitermachen. Erstmal hier Schlückchen Kaffee. So. Also. Ich verfolge weiter die Taktik,
selber abschießen lassen. Ich glaube, das ist das Beste. Ja. Also auf damit, die Tür. Und dann los. Ich glaube, ich kann ihn ganz wunderbar verwirren, den Minotaurus. Na, im Moment verwirre ich mich selber hier. So, okay. So, okay. Dann los, schieß. Schieß, ich versuche mal, ihn hier zu verwirren, indem ich mal zwischen den Bäumen hier bleibe. Die Frage ist, wie komme ich hier raus? Ja, ich habe diesen Bereich gesehen, als ich hier war, in den anderen Teilen. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist schon ziemlich lange her, ne? Da ist der Ausgang, guck mal. Hey, brauche ich ihn quasi gar nicht zu töten. Hey, na gut, aber ich würde mich schon interessieren, was der denn eventuell ausscheißt. Komm, das will ich jetzt wissen. Ich will wissen, was der auszukacken hat, wenn er denn tot ist. Oh nein. Ah, aber ich glaube, so leicht lässt er sich nicht verarschen. Oder? Ich weiß nicht. Guck mal, der sieht ja schon böse aus, ne? Ein übler Bursche. Bursche! Ein böser Bursche. Na los, komm, jetzt baller dich doch schon selber ab hier, komm. Ja. Nochmal, komm. Oh nein. Oh nein, er hat mich voll erwischt. Volle Breitseite. Ah. Na. 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 Ach komm, scheiß drauf. Ja komm, ich glaube, ich lasse den da einfach stehen. Oder? Ja komm, ich lasse den da stehen. Der hat schon nichts Wichtiges, ich hoffe. Naja. Tür auf, eine Fackel aus. Und ich renne jetzt einfach zum Ausgang. Was soll's denn? Lass ihn da einfach vor sich hinschießen, den Blödmann. Ja, brüll du nur. Du Affenkopf. Ja. Oder ich gehe nur mit einem alleine hier rein. Alleine kann ich auf jeden Fall besser Deckung finden. Damit er sich selber abschießt quasi. Ja, nee. Ach. Oh Mann. Ach, was für ein Elend. Nein, komm, das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt alleine. Da kann ich dann besser manövrieren. Und ich will wissen, was der auszuscheißen hat. Der Minotaurus. Ich gehe nur mit Snorriko rein. Der ist noch taufrisch und kann sich gut, ist auch schnell, flink und so. Los, komm. Auf geht's. Das ist jetzt aber... Na, wo ist er? Da ist er. Na, nicht zu nah. Boah. Das ist aber schon cool gemacht, ey. Der sieht schon verdammt cool aus. Guck mal, wie der aussieht. Ja. Das Ausweichen funktioniert ganz gut. Leider schießt er sich nicht selber ab. Naja, vielleicht muss ich das ein bisschen... Oh, nein! Ach! Das ist natürlich doof. Ich darf mich nicht verklicken hier. Konzentrieren. Concentration.
Na komm, schieß. Schieß auf dich selbst. Hallo, komm. Ja. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ich bin fast runter mit der Energie. Das ist natürlich nicht gut. Aber sie steigt ja wieder, wenn ich was esse. Ich habe ja nicht mehr viel zu essen. Das ist eine Krux, sozusagen. Ja. Na komm. Ach, bei den Minotaurus-Typen hat das so gut funktioniert. Aber die hatten ja auch diesen Dreierschuss, ne? Der hat ja nur einen einzelnen. Oh, jetzt hat er sich selbst erwischt. Habt ihr gehört? Ja, und nochmal. Ja, gut, gut. Los, komm. Er schießt dich selbst. Los, ja, selber abknallen, komm. Ja. 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 Und nochmal, komm, schießt. Er schießt dich selbst. Yes. Siehst du, der ist doof. Ich hab's doch gewusst, dass das klappt. Ja. Ah. Yes, yes, yes. Oh. Hm. Ausgeschissen hatte aber nichts. Na, das war ja toll. Großartig. Hm. Ärgerlich. Ich dachte, der scheißt jetzt irgendwas Großartiges aus. Aber nö. Hm. Naja. Ja, dann muss ich den Snorikor heilen mit Malok. Nee, bringt ja nichts. Bringt ja nichts. So kann ich mit ihm nicht weitergehen. Der hat mir zu viel Energie verloren. So, Snorikor, komm. Geh mal nach hier oben und lass dich mal schön heilen. Komm, ollen Malok. Malok. Malok, wo hast du denn deinen Heilzauber hier? Guck mal. Ist das hier ein... Nee, Amor? Mein? Was ist das? Und Darkness? Nö, da hat das nicht. Hier vielleicht? Freeze. Freeze. Ja, die Freeze-Zauber. Die waren auch toll. Ganz großartig. Hier. Genau. Der ist auch noch voll. Sehr schön. Ja, dann heil den Snorikor. Gut. Okay. Schön. Ach, da kann es jetzt hier weitergehen. Ach, ist das herrlich. Ich freue mich. Ich habe es geschafft, durch diesen fiesen, blöden ägyptischen Abschnitt oder was. Ne? Also dieses Anubis-Grab oder was auch immer das war. Oh, ist das herrlich. So, jetzt könnte sich aber langsam mal hier der Cthul-Tol-Anuin zeigen. Ich bin nämlich soweit. Ich könnte ihn jetzt erschlagen. Hier ist der Ausgang. Hier geht's weiter. Im nächsten Teil. Bis dann. Ciao. Mit Au.